Ein Skandal ist anzukreiden, ein Skandal. Einer im Rentenalter aus Magdeburg will nicht in den Westen. Kann die Verwandten sowieso nicht leiden. Die deutsche Teilung bot, solange es sie gab, kaum Stoff für Witzblätter und Vorstadtkomiker. Dafür war es eine zu triste Geschichte. Und doch lieferte der tiefe Riss, der über 40 Jahre lang durch Deutschland ging, zuweilen bitterböse Pointen, wie jene, die Wolfgang Neuss, dem Mann mit der Pauke, damals über die freche Lippe kam. Deutsch, Deutsches aus dem Kabarettkeller. Ich freue mich so zu jeder Zeit und tu ins Päckchen Ost ein Trockenblümchen zwischen Dr. Oetkers Puddingpulver, ein Viertelpfund Kaffee und eine Schneck vom Bäcker, ein Amerikaner, weil der liebe Gott steckt im Detail. Ich danke Gott und wünsche mir, dass es so ewig bliebe, dass ich noch lange helfen darf. Hauptsache ist, man schießt nicht scharf. Das ist die deutsche Liebe. Immer wenn ich drüben sage, meine ich hier. Wolfgang Neuss in Ost-Berlin. Von Volker Kühn. Und als ich in die große Stadt reinfuhr, weil sie so breit und lang am Wannsee liegt, da tat ich gleich bei meinem Bart den Schwur, dass mich kein Mensch aus dieser Stadt rauskriegt. Ach, sagte ich zu ihr, ich bleib zunächst mal dein Geliebter hier. Und als ich gerade wieder einmal S-Bahn fuhr, da schossen die Soldaten dumm und stur. Kein Panorama war zu sehen vor lauter Rauch. Viel rote Löcher schossen sie sich in den Bauch. Ach, sagte ich zu mir, die Menschen in der Stadt sind nicht das Beste hier. Ich kenne Leute, die wollten einmal traben, die wollen heute nur noch kleine Schritte machen, weil sie die Hosen bis zum Rand voll haben. Wir wollen Selbstbestimmung. Das ist es, was uns zieht. Wir wollen selbst bestimmen, was anderwärts geschieht. Ein Schuss, ein Toter. Jeder fühlt's, keiner sagt's, jeder weiß es. Große Pein. Jeden Tag kann hier in Berlin, hier um die Ecke, ganz neu, 1914 oder 1939 sein. Die deutsch-deutsche Wirklichkeit der 60er Jahre schien denkbar ungeeignet für humorige Stimmungskanonen und ihr Lachkabarett. Sie war eher etwas für ätzend beißende Satiren und Kabarettisten wie Wolfgang Neuss. Der Berliner aus Breslau war damals Westdeutschlands schärfster und zugleich populärster Mann der Kleinkunstszene. Wenn wir auch ein armes Land sind und so ziemlich abgebrannt sind, zeigen wir, dass wir imposant sind, weil wir etwas überspannt sind. Wieder hauen wir auf die Pauke, wir leben hoch, 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 höher, hoch. Als Mann mit der Pauke war Neuss in den 50er Jahren durch seine Präsenz auf der Theaterbühne, durch seine Kabarettauftritte, durch seine mehr als 50 Spielfilme durch Funk und Fernsehen rasch zum Publikumsliebling der vier Sektorenstadt geworden. Nach dem Tod seines Bühnen-, Kabarett- und Filmpartners Wolfgang Müller, der 1960 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, dreht Neuss zunächst zwei Spielfilme, zu denen er selbst das Drehbuch geschrieben hat. In »Wir Kellerkinder« setzt er sich auf kabarettistische Weise mit der jüngsten deutschen Vergangenheit auseinander. Auf die Idee bin ich allerdings gekommen, als die Hakenkreuzschmierereien in Deutschland begannen und angeblich eine Welle von Neofaschismus über die Bundesrepublik rollte. Da habe ich immer gedacht, ist das Neofaschismus? Wenn die Söhne den Vätern die Hakenkreuze an die Tür malen, das ist doch nur eine Bekanntmachung, weiter nichts. Auch sein zweiter Film behandelt ein deutsches Thema, das eines geteilten Landes. Genosse Wünschhausen, so der Titel, erzählt die deutsch-deutsche Geschichte als eine Art absurdes Apokalyptikel, als reale Fiktion einer Wirklichkeit und des Landes, in dem sie entstand und für die sie gedacht ist. Es war einmal... Nein, das ist kein Märchen. Wir spinnen nicht, wir lügen nicht, wir versuchen der heiteren Wahrheit nahe zu kommen. Gerade deshalb, weil diese Grenze so traurig ist. Nicht weit von hier ein Stück Land. Zwei Deutsche, dazwischen Stacheldraht. So leben sie. Müssen sie so leben? In der Maske des Landwirts Oskar Puste beackert Wolfgang Neuss den Boden der Tatsachen und zeichnet in seiner Satire vom Genossen Münchhausen eine Ost-West-Politik vor, die erst Jahre später unter Bundeskanzler Willy Brandt zum Gegenstand erster sozialliberaler Gehversuche wird. Hey, Genosse Münchhausen! Brrr, Brrr, Grete!
Ich heiße nicht so. Ich heiße Puste, bin Landwirt und außerdem bin ich der rechtmäßige Besitzer dieses Stückchen Landes hier. Ein Morgen groß. Es ist ein besonders schöner Morgen, allerdings geteilt. Wo ich bin, ist Westen. Wo drüben der Genosse Altmann traktoriert, ist Osten. Das Ganze findet in Deutschland statt, obwohl es das Ganze nicht gibt. Ich will aber unbedingt, dass mir eines Tages wieder der ganze Morgen gehört. Aber wie? Die beiden großen Schlagzeilenthemen anno 1961, Mauerbau und Sowjetmajor Gagarin als erster Mensch im Weltall, geben der fantastischen Story die herbe Würze. Aber so sehr sich Neuss auch für seinen Film ins Zeug legt und zu ungewöhnlichen Werbeideen greift, das Leinwandspektakel wird ein Flop. Noch will man mit der deutschen Frage nicht behelligt werden, schon gar nicht im Kino. Aus der Hörspielfassung des Norddeutschen Rundfunks. Ich habe genau genommen nichts gegen Weltraumfahrt. Ich habe nur etwas gegen blinden Eifer. Was mich beunruhigt, ist, dass wir den Boden unter den Füßen verlieren. Bleiben wir mit unseren beiden Beinen, mit unseren Stiefelchen fest auf der Erde. Nehmen wir die menschliche Intelligenz und Kraft und konzentrieren sie auf die Befriedung unserer Welt. Die Menschheit in ihrer moralisch-politischen Gesamtheit ist doch nicht reif, den Himmel, fremde Sterne, ferne Welten zu beglücken. Wir senden eine märchenhafte Dokumentation. Genosse Münchhausen. Seien Sie doch mal ruhig, es ist doch so. Wer von den kleinen und großen Bürgern des Westens möchte nicht einmal erst den Sozialismus in Cottbus, Gleiwitz, Smolensk, Estland, Lettland und auch Russland sehen mit eigenen Augen, ehe sich die anderen Löcher im Mond, Mars oder auf der Venus betrachtet? Und wer von den großen und kleinen Bürgern des Ostens möchte nicht mal erst den Kapitalismus in Hamburg, Mailand, London, Paris und auch in Amerika sehen mit eigenen Augen, ehe er sich die Krater auf Mond, Mars und Venus betrachtet? Oder glaubt der Mensch des Westens, im Weltraum ist es besser als im Osten? Und der Mensch des Ostens, glaubt er etwa, dass es auf den glitzernden Dingern da im Himmel richtiger wäre als im Westen? Man sollte Raketen besteigen, zu Tausenden und mehr. Man sollte seine kleinen Provinzen verlassen, aber man sollte nicht dort ankommen, wo man hingeschossen wird. Ich freue mich über jeden Weltraumschuss, der abirrt, der nicht ankommt, wie es ausgerechnet und geplant war. Jeder Mensch in den entferntesten unbekannten Ecken unserer Welt ist ein unbekannter Stern. Solche Sterne möchte ich entdecken und erforschen. Menschen. Der Spaßmacher hat sich politisiert. Nach dem Tod seines Partners beschließt er, seine Rundumschläge und Schmähgesänge nun im Alleingang vorzutragen. Im Westberliner Domizil am Lützowplatz bringt er ab Dezember 1963 Abend für Abend sein Soloprogramm »Das jüngste Gerücht« auf die Bühne, ein komödiantisches Stück Polittheater, zeitkritisches Kabarett. Des Mickey Maus, Felix von Eckart streut Gerüchte aus. Adenauer liest chinesische Gedichte. Chinesisch entspricht seinem Wesen. Das soll uns mal erst einer nachmachen. Mit 88 noch senkrecht lesen. Das jüngste Gerücht hat mir Felix erzählt, Adenauer will Marlene Dietrich heiraten. Ich sah, na und, muss er? So, meine Damen und Herren. Spätestens an dieser Stelle beginnt die Pflicht, bis hierhin war Kür. Es ist die Zeit, in der der fast 90-jährige Konrad Adenauer noch CDU-Vorsitzender ist und Ludwig Erhard sein Bonner Kanzler. Als der Spitzbart Walter Ulbricht in der SED das sechselnde Sagen hat und Hardliner Leonid Brezhnev den umgänglicheren Nikita Chruschtschow im Kreml ablöst. Hüben wie drüben wird lautstark auf der Klaviatur des Kalten Krieges gespielt. Die Frage der deutschen Einheit verkommt unterdessen immer mehr zu beschwörenden Floskel politischer Sonntagsreden. Es sei denn, Politspötter wie Wolfgang Neuss nehmen sich ihrer an. In Abwandlung eines sehr bekannten Flüsterwitzes staune ich ja immer noch, wie viele Deutsche intelligent, ehrlich und wiedervereinigungsgläubig sind. Ich meine schön, diese drei Eigenschaften treffen nie auf einmal zu. Entweder wir sind intelligent und ehrlich, sind wir nicht wiedervereinigungsgläubig. Oder wir sind intelligent und wiedervereinigungsgläubig, sind wir nicht ehrlich. Oder wir sind ehrlich und wiedervereinigungsgläubig, sind wir... Aber wer will schon dem? Wissen Sie, wie ich mir über jede Situation helfe? Persönliche Dummheit ist nun mal eine gesellschaftliche Vernachlässigung. Da kommt man überall durch, wirklich. Neuss hat mit seinem ersten Kabarett-Solo einen triumphalen Erfolg. Die Presse lobt seinen schnellen Witz, die messerscharfen Pointen, den hellen Verstand und den Mut, gegen Tabus anzurennen. Das Publikum stürmt den Westberliner Kabarettkeller und sorgt monatelang für ein ausverkauftes Haus. Im Parkett sitzen neuerdings die Liebhaber der alten Filmklamotten neben den neuen Fans aus den Reihen der kritischen Intelligenz. Neuss gesteht, er habe sich
in den Geist verliebt. Er sucht und findet neue Freundschaften mit Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger, Uwe Johnson, Reinhard Lettau. Man trifft sich, tauscht sich aus, beratschlagt, diskutiert über die aktuelle Lage der Nation. Vor dem jüngsten Gerücht erscheint eine Dame und sagt: Hohes Gerücht! Sie werden es nicht glauben! Ich bin eine 100 Jahre alte, gute Fee! Na no! Sie sehen ja aus wie gestern gegründet! Ja, ich gebäre mich täglich neu! Ihr Name? SPD! Im Souffleurkasten sitzt Herbert Wehner. Die SPD tritt in zartrosa Kopftuch von rechts auf. Halb rechts steht stumm ein Pflichtverteidiger der SPD und zwinkert beruhigend mit den Augen. Es ist Günter Grass in der Maske von Milovic. Links auf der Bühne sieht man eine Klinke, aber ohne Tür. Es ist die heimatlose Klinke, sie wird ununterbrochen runtergedrückt. Was denn? Sie sind die SPD, Sie sehen ja aus wie ein Teenager. Hohes Gerücht, ich hab mich raffen lassen. Aus dem Souffleurkasten kommt ein warnendes Psst. Wo fand denn die Raffung statt? Godesberg hieß das Städtchen. Dort hat mich dem... Da. Die Rolle ist richtig angelegt, Stimmbruch, man weiß noch nie genau, SPD, da drüben nicht wahr? Dort hat mich der Modearzt Wehner gefettet und mir die Falken aus dem Gesicht geplättet. Wehner knallt eine harte Formulierung aus dem Souffleurkasten. Zum Tage der deutschen Einheit, 17. Juni, soll jeder westdeutsche Arbeiter einen italienischen Gastkommunisten zugeteilt bekommen, damit er sich in geistiger Auseinandersetzung auf die Wiedervereinigung vorbereiten kann. Während Neuss am Lützowplatz Abend für Abend sein jüngstes Gerücht ausstreut, kommt auch in den deutsch-deutschen Dialog wieder Bewegung. Nach zähen Verhandlungen verständigen sich die Behörden dies und jenseits der Mauer für Weihnachten 1963 auf ein Passierscheinabkommen, das es West-Berlinern zum ersten Mal seit dem Mauerbau ermöglicht, während der Feiertage und zwischen den Jahren ihre Verwandten im Ostteil der Stadt zu besuchen. Über 800.000 Menschen machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. Rundfunk der DDR, 1963. Wer kennt nicht den Kabarettisten aus West-Berlin? Es ist die Rede von Wolfgang Neuss. In seinen Arbeitsräumen sagt er uns folgende Sätze ins Mikrofon. Es geht nicht darum, Gramm für Gramm nachzuwiegen, welche Seite in der Vergangenheit mehr Fehler aufeinander gehäuft hat. Mir geht's darum, Gramm für Gramm und also auch unser aller Gram von der Waage runterzunehmen. Könnte nicht das kommende Jahr dazu benutzt werden, Hass abzubauen, Feindschaften zu beerdigen, Verleumdungen unter Strafe zu stellen, beispielsweise West-Berlin ist ein aggressiver NATO-Stützpunkt, Ost-Berlin ist ein einziges KZ. Wenn man erstmal das Vergnügen feststellt, was man empfindet, beim anderen das Gute zu sehen und dem gegenseitig nacheifert, dann könnten wir ein ganz nettes Städtchen werden. Auch Wolfgang Neuss nutzt jede Gelegenheit, Kontakte mit Gesinnungsgenossen jenseits der Mauer aufzunehmen. So oft es geht, fährt er hinüber in den Ostteil der Stadt, trifft sich mit der Intendantin des Berliner Ensembles, Brechts Witwe Helene Weigel, mit Schauspielerkollegen wie Rolf Ludwig und Wolf Kaiser, den Mackie Messer-Darsteller der Drei-Groschen-Oper, mit Systemkritikern wie Robert Havemann und Wolf Biermann. Kontaktversuche, die vom Ministerium für Staatssicherheit argwöhnisch beäugt werden. Neuss reiste am 11.01.1965 mit PKW ein. Im Handschuhfach 7 Exemplare der Hetzschrift Neuss Deutschland und mehrere Ausgaben des Spiegel. Aufenthaltsgenehmigung durch Frau Weigel. N. gab an, Wolf Kaiser vom BE aufsuchen zu wollen, um ihm die Zeitungen zu übergeben. Sie wurden eingezogen. Verhalten des Neuss, zynisch und frech. Von N. ist bekannt, dass er ein Vertreter des Dritten Weges ist und anarchistische Züge trägt. Was der Grenzsoldat bei seiner Kontrolle im Autofach des Westberliner Besuchers ausmacht, verstößt nach Ostberliner Lesart gegen das DDR-Gesetz zum Schutze des Friedens. Bei den beschlagnahmten Hetzmaterialien, die sich, wie es in den Stasi-Protokollen heißt, gegen die Demokratie und die Erhaltung des Friedens richten, handelt es sich um die noch druckfrische erste Nummer einer Satirezeitschrift, die Neuss neuerdings zusammen mit seinem Westberliner Kabarettkollegen Wolfgang Gruner herausgibt. Ihr Titel? Neuss Deutschland.
Neues Deutschland, ein Organ des Zentralkomikerteams der satirischen Einheitspartei Deutschlands, ist optisch ein parodistischer Abklatsch des zum Verwechseln ähnlichen SED-Zentralorgans Neues Deutschland. Das Marx-Porträt des Zeitungskopfes findet man durch ein Bildnis von Charlie Chaplin ersetzt. Und statt der Losung, nach der sich die Proletarier aller Länder zu vereinigen haben, heißt es nun, Komiker aller Länder, vereinigt euch. Auch was auf den zwei Seiten zu lesen ist, findet kaum Beifall der Funktionäre im Arbeiter- und Bauernstaat. Denn das satirische Neusblatt ist so etwas wie die Fortsetzung des jüngsten Gerüchts mit anderen Mitteln. Eins, das man nicht nur hören und sehen, sondern auch schwarz auf weiß nach Hause tragen kann. Hier erfährt man, eine westdeutsche Untersuchung habe ergeben, die DDR sei, so das Testergebnis, wenig empfehlenswert. Unter der Rubrik Aus der Zühne für die Zühne, die auf die RIAS-Sendereihe Aus der Zone für die Zone anspielt, gibt Neues gereimte Einblicke in bundesdeutsche Befindlichkeiten. Zum Beispiel Verse über das Päckchen nach drüben. Ich send noch stets zu Ostern, Pfingsten, Weihnacht nach Potsdam und nach Merseburg das obligate Fettpaket, das mich vom Denken freimacht. Und hab ich mal Bedürfnis, mich besonders liebevoll zu zeigen, schick ich schnell Schmalz nach Neuruppin mit ein paar Trostesworten drin, dann darf ich weiter schweigen. Zum Thema Wiedervereinigung, kurz und ironisch WV genannt, erfährt der Neues Deutschland-Leser, sie werde vermutlich am 31. Februar stattfinden und aufgemacht wird die Zeitung mit einem Deutschlandplan des Satirikers Jonathan Swift, der in das Jahr 1725 zurückreicht. Unter der Schlagzeile des deutschen Volkes Recht auf Selbstverstümmelung heißt es da, um den Streit der beiden Hälften zu beenden und sie miteinander auszusöhnen, nehme man 100 ihrer Politiker. Ordne sie nach Kopfgröße und stelle sie paarweise zusammen. Dann lasse man ihnen von zwei Chirurgen die Hinterköpfe absägen und auswechseln, sodass jeder von Stund an über die hintere Kopfhälfte seines jeweiligen Gegenübers verfügt. Da die beiden bisher getrennten Gehirnhälften die Sache nunmehr innerhalb eines Kopfes auszumachen hätten, würden sie bald zu einer Verständigung kommen. Es würde dadurch jene so sehr wünschenswerte Mäßigung und Klarheit in den Köpfen derer eintreten, die sich einbilden, nur deswegen auf die Welt gekommen zu sein, um sie zu überwachen und zu beherrschen. Bei diesem Plan würde der Unterschied der Gehirne aus den verschiedenen Ländern sowohl an Masse wie an Scharfsinn meiner Erfahrung nach überhaupt keine Rolle spielen. Die von DDR-Grenzen konfiszierten Exemplare solch unbotmäßiger Satire landen auf den Schreibtischen der Hauptabteilung 20 im Ministerium für Staatssicherheit. Doch dem Westberliner Kabarettisten stehen in Ostberlin noch weit effektivere Wirkungsmöglichkeiten ins Haus als das zweiseitig bedruckte Zeitungspapier. Denn Helene Weigel versorgt Wolfgang Neuss nicht nur mit Passierscheiben, sondern lädt ihn auch zu einem Gastspiel ins Berliner Ensemble ein. Nachdem die SED-Spitze Einwände erhebt, macht die Brecht-Witwe von ihrem Hausrecht als Intendantin Gebrauch, erklärt das Neuss-Solo vom jüngsten Gerücht kurzerhand zur geschlossenen Vorstellung und lädt in die Theaterkantine ein. Man schreibt den 18. Januar 1965. Westkabarettist Neuss zum ersten Mal auf einer Bühne im befeindeten Ausland beginnt mit einer Klarstellung. Zuerst wollen wir mal üben. Immer wenn ich drüben sage, meine ich hier. Und wenn ich hier sage, meine ich drüben. Guten Abend, ihr lieben Menschen aus Ost und West. Guten Abend im Widerstandsland. Guten Abend auch du. Wir können hier richtig Deutsch diskutieren, richtig Deutsch. Wir haben Verbandzeug im Hause. Wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht vom Besuch des Westberliner Kabarett Trommlers im Berliner Ensemble herumgesprochen, der zum Politikum zu werden verspricht. Und alle kommen. Schauspielerkollegen, Regisseure, Dramaturgen, Techniker, Bühnenarbeiter, Freunde des Hauses, gern und weniger gern gesehene Gäste der Ostberliner Kulturszene. Was sie zu sehen und zu hören bekommen, ist eine Sternstunde zeitkritischen Kabaretts. Ein Mitschnitt dieses Abends, der offiziell ja gar nicht stattgefunden hat, ist erhalten geblieben. Ich war ja nur Weihnachten auch drüben. Hab Heiligabend, hab ich meine Tante und Onkel in Treptow besucht. Meine Oma in Zehlendorf hab ich schon 10 Jahre nie gesehen. Naja, also.
früh Mike sie wieder getroffen. Sie hatte auch gerade ein bisschen. Ich war allerdings ohne Passierschein. Ich habe an der Grenze einen kleinen Terror ausgeübt. Habe zu dem Fobo gesagt, ich habe noch Schulden von 59 in der HO. Nur wusste der gar nicht. Gehen Sie bezahlen, sagt er. Ich also höher. Sagt er, 3 Mark umtauschen. Sag ich, kommt überhaupt nicht in Frage. Doch, 3 Mark, das müssen Sie. Ich sage, kommt überhaupt nicht. Das ist jetzt Gesetz, 3 Mark. Und ich sage, damit komme ich nicht aus. Ich brauche 6. Also nur dann. Damit Sie nur sehen, wie man dem Zwang entgehen kann und trotzdem seine Pflicht erfüllen. Also ich habe mich natürlich auf meine mir gelernte Art sofort gerecht. Ich bin, bevor ich zu Onkel und Tante nach Treptow raus bin, bin ich erstmal Kaffee Budapest, 3 Flaschen Krimsekt, richtig gegessen, leise raus, ja, mache immer Schulden drüben. Ja natürlich, wie sollen sonst das Regime zusammenbrechen? Das ist so ein Regime, das beginnt doch nun nicht gerade unter den Linden auf dem Regierungsschreibtisch zusammenzukrachen. Das beginnt doch in der Familie, in der kleinsten Zelle eines Staates beginnt das doch zusammenzukrachen. Hab dann also Onkel und Tante in Treptow besucht, sehr herzlicher Empfang, also wirklich. Onkel hatte richtig was Gesamtdeutsches in der Pupille, wie er mich begrüßt. Er sagte gleich, ich muss dir ehrlich sagen, ich fand, der Krutschow war ein sehr ordentlicher Junge, sagt er. Ich hatte einen Fehler, war kein Kommunist. Nicht. Ich sage ja, ich glaube, das hat ihm auch nach meiner Meinung in West-Berlin sehr geschadet. Also nur damit Sie mal sehen, dass ich auf der dialektisch verwandtschaftlichen Basis einwandfrei mitgehalten habe. Er sagt aber, du darfst ja eins nicht vergessen, der Mann hat in der Sowjetunion immerhin das Überleben eingeführt. Nun muss man ja wissen, dass mein Onkel sowieso ein irrelabiler Typ ist. Der ist nach dem 13. August, wo sie da gebaut haben, ist der bald drauf Kommunist geworden, nicht? Also ich bin nicht schuld. Ich habe ihm immer geschrieben, hör dir nicht die politischen Kommentare im Sender Freies Berliner. Nein! Ja. Deutschland-Sender war ihm wohl irgendwie zu langweilig. Ja, hat er immer gehört im SFB, Dieter Käufler, Herbert Hausen, da ist er so sukzessive, ja? Ohne es zu merken, ist er quasi in die SED reingerutscht. Ehrlich, der ist so Kommunist, wie ich früher Nazi war. Halb so schlimm. Halb so schlimm. Onkel meint ja, so 3 Millionen Kommunisten von der Sorte hätten sie jetzt da drüben, nicht? Und zwar 3 Millionen, ja, sagt er, so viel habt ihr geschafft. Leistung erkennen Sie an. Ja, ja, ja. Sah 3 Millionen Kommunisten, das habe ich ja noch nie gehört. Dann wird es ja mit der Wiedervereinigung, wie ich sie gelernt habe. Es sei denn, wir stellen bei der Vereinigung den sozialen Wohnungsbau hintan und bauen erstmal Gefängnisse, damit der Strafvollzug hintereinander weg. Wir haben dann noch gegessen, war ja Heiligabend, gab polnische Ente, hat er innen mitgebracht, die hatten aber auch eine Dame. Das kommt ja nur mal vor, dass 2 Länder denselben Import haben. Wenn die Enten gut sind, warum denn nicht? War ein sehr höflicher Meine gemacht. Ich wollte gerade so den ersten Bissen Ente nehmen. Da sagt Tante zu mir, sagt sie, sag mal Junge, gibt's denn nur ein Leben nach der Wiedervereinigung? Also ich hab die Ente erstmal runtergeschluckt, war ja sowieso meine, ja? Ich sag, bitte, Tante, lass mal mit den mythologischen Dinger in Ruhe. Ich will mit dir Weihnachten feiern. Der Baum brannte ja schon. Da kann sie nicht mit so tückische Fragen kommen. Das geht nur auch nicht, nicht wahr? Also, man muss ja auf sich Rücksicht nehmen aufeinander. Naja, Onkel, er hatte also nur eine Bitte. Wir sollen hier drüben nicht immer so laut Wiedervereinigung sagen. Sagt er, Mann, wenn ihr mit dem Wieder anfangt, dann kommt ihr gar nicht bis zu dem V. Wenn die Russen und die Polen wieder hören, dann zucken die so zusammen. Und wenn die richtig zucken, sagt er, erschreckt ihr euch. Und es ginge ja noch, sagt er, aber es wäre wechselseitig. Und an der Stelle hatte er wieder das Gesamtdeutsche in der Pupille. Es ginge ja noch, sagt er, aber auf beiden Seiten kein Luftschutz. Und da hat er ja recht. Denn war es ja 11:30, musste ich nur wieder rüber, wollte ja noch auch den Fobo nicht im Stich lassen. Nicht? Ich habe meinen Onkel zum Abschied gesagt, ich sah, Onkel, hör mal zu, sag ich, also, das geht schon alles klar, wie ich das meine, sag ich, also. Kannst du drauf verlassen, sag ich, die Vereinigung kommt, zeig! Eines Tages steht sie vor der Tür! Bist vielleicht gar nicht zu Hause, sag ich!
Das Publikum, man hört es, geht mit, jubelt lautstark und spontan, hellwach und begierig, keine der trommelfeuermäßig abgeschossenen Pointen zu verpassen. Neuss wird später von diesem Abend als einem Highlight in seiner Karriere sprechen. Unter den Zuschauern in der Theaterkantine Helene Weigel, die Brecht-Schauspieler Gisela May, Wolf Kaiser, Ekehard Schall. Brechts Mitarbeiterin Elisabeth Hauptmann wedelt mit dem Satireblättchen Neuss Deutschland und zitiert daraus zur Einstimmung die scharfen Sachen. Konrad Wolf, der Filmemacher, bedrängt den Spaßmacher, eine Bemerkung über die in beiden deutschen Staaten ungeliebte KP zu machen. Neuss nimmt die Anregung auf. Selbst die Kuh wählt CSU, denn die Partei deckt alles. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich hier leben würde, mir eine andere Partei raussuchen. Nicht die. Nein. Aber ich habe nun mal festgestellt, dass die KPD in beiden Teilen Deutschlands verboten ist. Das habe ich. Also wenn man genau sein will, in dem einen verboten, in dem anderen überflüssig, weil, nicht wahr? Hans Benzin, der zuständige Minister für Kultur, glänzt durch Abwesenheit, lässt sich entschuldigen, schickt seinen Stellvertreter und lässt sich später berichten. Zwar hatte er zunächst Helene Weigels Anträge befürwortet, Neuss mehrmals nach Ost-Berlin einreisen zu lassen, aber einer endgültigen Positionierung in Sachen Neuss weicht er aus. Für andere Genossen liegt der Fall klarer. Leutnant Gampich von der Hauptabteilung 20 des MFS ist davon überzeugt, dass es Neuss und dem hinter ihm stehenden Personenkreis darum geht, sich Gehör vor allem in Kreisen der künstlerischen Intelligenz der DDR zu verschaffen und diese auf der Linie des Revisionismus festzulegen. In den Stasi-Akten der Bürtler-Behörde findet sich der folgende Stimmungsbericht über den spektakulären Auftritt in der Berliner Ensemble-Kantine. Neuss fand mit seinem Programm unter den Anwesenden Zustimmung und Beifall. Es richtete sich im Wesentlichen gegen Erscheinungen der Politik der herrschenden Kreise in Westdeutschland und er verstand es, diese Fragen treffsicherer und schärfer als alle unsere Kabaretts anzusprechen. Somit war sein Programm tragbar, ausgenommen von zwei Darbietungen, die sich gegen den Genossen Walter Ulbricht und gegen eine angebliche Zensur in der DDR richteten. Beide Nummern waren zweideutig und ließen vom Text her nicht die wahre Absicht erkennen. Wenn man sich nur vorstellt, dass also auf dem Stuhl der Staatsratsvorsitzenden der Vergangenheit nun ein konzilianter, freundlicher, aufgeschlossener und sehr, um mal das Klischee zu benutzen, sehr ankommender Mann gesessen hätte, nicht wahr? Vielleicht sogar noch sehr, sehr sympathisch. Ich habe gerade kein besseres Beispiel, nehmen wir mal mich. Also. Entschuldigung, Albert, ist mir im Moment nicht eingefallen. Zu Beginn seines Programms äußerte sich Neuss sinngemäß, wenn Leute von höheren Stellen da sind, so möchte ich sagen, dass ich gerne wiederkomme. Aber warum darf Biermann nicht in West-Berlin auftreten? Weiter muss eingeschätzt werden, dass die Veröffentlichungen in der Westpresse den Schluss zulassen, dass die von Neuss verteilten Spitzen gegen die herrschenden Kreise in Westdeutschland zugunsten derer, die gegen die DDR gerichtet sind, in Kauf genommen werden. Im Programm des Neuss kommt das auch verschiedentlich zum Ausdruck. Er sagte zum Beispiel, Wer auch immer, gib, dass das größere Übel hinter der Mauer die immerwährende Begründung dafür ist, dass das kleinere Übel vor der Mauer wachsen und gedeihen möge. Das größere Übel hinter der Mauer, gemeint ist die DDR, gebe, dass unser kleineres vor der Mauer wachsen und gedeihen möge. Oder hinten auf der Mauer entlang kriecht ein neuer Gedanke. Der kleine Gedanke kriecht über die Mauer. Es ist der erste. Er trägt Ausgehuniform. Alles freut sich, es ist der erste. Alles freut sich. Ein Schuss fällt, und obwohl nur der kleine Gedanke die Schüsse verhindern kann, meldet er sich in der Notaufnahme. Man hofft, man füttert ihn, man macht Reklame, ein Schuss kracht, der Gedanke meldet sich sofort verängstigt, obwohl nur er Schüsse verhindern könnte bei der Notaufnahme. Oder das Kabarett im Osten, DDR, darf nichts sagen und nichts ändern. Das im Westen darf alles sagen und nichts ändern. Das ist der Unterschied. Die umjubelten Pointen werden von einem IM gewissenhaft notiert, stoßen aber weitgehend auf Unverständnis. So der ironisch gemeinte Neuss-Vorschlag,
Der beim WDR Köln agierende Polit-Talker Werner Höfer möge doch Robert Havemann zu seiner sonntäglichen Fernsehrunde der internationale Frühschoppen einladen, damit der Ostberliner Querdenker endlich verhaftet werden könne. Auch die Neues-Prophezeiung, in den 80er Jahren werde man in Westberlin Ulbricht-Gedenkkonzerte abhalten, weil man bis dahin erkannt haben werde, dass sich der SED-Chef große Verdienste um den Antikommunismus erworben habe, bringt den MFS-Mitarbeiter erheblich ins Schleudern. In seinem Bericht heißt es, die von Neuss abgefeuerten gegen uns gerichteten Spitzen spielten bloß die dummen Meinungen, die in West-Berlin vorhanden sind. Das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel, das in den 90er Jahren über den Aktenfund berichtet, konstatiert treffend: Begnadete Rezensenten hat die Stasi nicht hervorgebracht. Unser Schlusswort! Unser Schlusswort zum Leben unserer Brüder und Schwestern! In der intoleranten, geisttötenden, menschenverachtenden, selbstgerechten Ostzone wird niemals Amen lauten, sondern Nachahmen! Der Ostberliner Auftritt des Westberliners in der Kantine des Berliner Ensemble ist und bleibt der einzige. Immer wieder setzt sich Neuss für den Liedermacher Wolf Biermann ein, mit dem ihn inzwischen eine enge Freundschaft verbindet. Just in jenem Jahr 1965, als Neuss in Ost-Berlin ist, erhält Biermann zum ersten und letzten Male die Möglichkeit, bei der staatlichen Plattenfirma Amiga einige seiner Lieder aufzunehmen. Wenn ich mal voll bin, geh ich kurz zum Teufel runter. Wenn ich mal voll bin, geh ich kurz zum Teufel runter und spend dir Stalin ein Bier, armer Alter. Wenn ich mal tot bin, werd ich Grenzer und bewache. Wenn ich mal tot bin, werde ich Grenzer und bewache die Grenz zwischen Himmel und Hölle. Ausweis bitte. Kunststück. Die Aufnahmen werden niemals veröffentlicht. Als die DDR-Führung die Auftrittsbeschränkungen gegen den ungeliebten Politsänger verschärft, sagt Neuss aus Protest seine geplante Mitwirkung an einem DEFA-Projekt ab und beschließt, den Freund im Westen groß herauszubringen. Er baut Biermann kurzerhand in sein Kabarettprogramm ein, mit dem er im April 1965 auf der Abschlussveranstaltung des Ostermarsches in Frankfurt am Main auftritt. Die Mauer bleibt stehen bis Himmelfahrt, die Queen aus England muss sie noch sehen. Ach ihr Armen, das Wetter war trübe, Biermann hat mich den ganzen Tag unterwandert, dem Herbert Wehner zuliebe. Neuss, der kapitalistische Pauker, Biermann, der kommunistische Troubadour, der proletarische Poet und der bürgerliche Trommler, mal sehen, ob's geht. Fröhliche Ostern, fröhliche Western. Merkt's euch und hört Wolf Biermann zu Besuch bei Pauken Neuss. Keiner tut gern tun, was er tun darf. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Witze ist das Volk schon immer, ohne Demut und Respekt. Witze sind wie selbstgebauter, starker, süßer Apfelwein. Aber in des Zwanges sauren Apfel mag das Volk nicht beißen. O Gericht, vergelle nicht uns mit schweren Strafen unsere große Lust ab Witze reißen. Na, weil keiner tut gern tun, was er tun darf. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Die ihr oben sitzt mit meiner Billigung, ich rat euch jetzt, wenn zum Wohl des Sozialismus ihr nur schuftet, strebt und hetzt, plant und sitzt und redet viel, stellt mal unter strengste Strafe jedes Loblied auf den Staat, jede kühne Aufbautat, wetten, dass das Vorteil hat.
Na, weil keiner tun kann, tun, was er tun darf. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Was verboten ist, das macht uns manchmal scharf. Wolf Biermann ist damals im Westen so gut wie unbekannt, bestenfalls ein Geheimtipp unter Gleichgesinnten der linken Szene. Der Auftritt bei Neuss macht in Ostberlin der Liedermacher über Nacht zum Begriff. Gehen wir mal hin, na dann gehen wir mal hin. Ist hier was los? Nein, es ist nichts los. Dies Liedchen ist das wenige Gesamtdeutsche, was Biermann bei sich und bei Neuss entdeckt hat. Hört Biermann den Kommunisten. Seht, wie das Gesicht eures Feindes euch entsetzt, weil ihr erkennen müsst, wie sehr es eurem eigenen ähnelt. Spürt, wie die DDR langsam, aber sicher unter das Glücksrad der Bundesrepublik gerät. Schon Clausewitz sagte, der Puff ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Wir alle, lügen wir nicht, wir alle hoffen darauf, im Kopf irgendeines deutschen Staatsmannes einen Strohhalm zu finden, an den wir uns klammern können. Biermann und Neuss wünschen Ihnen alles Schlechte, damit Sie aufwachen und das Gesetz Ihres eigenen Notstandes verabschieden. Wie denkt der Duo-Deutsche 20 Jahre nach dem letzten Krieg? Es genügt nicht nur, keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken. Das ist der Fluch Doppeldeutschlands Anti-Denkschablonen. Trotzdem war Biermann Ost bei Neuss West zu Besuch. Jetzt gehen wir mal hin. Ja, wir gehen mal hin. Die DDR-Behörden reagieren prompt mit einem Einreiseverbot für Neuss. Liedermacher Biermann kommentiert die Maßnahme in einem Brief, den der Mann mit der Pauke in seinem Satireblatt Neuss Deutschland abdruckt. Mein viel lieber Neuss, du hast hoffentlich inzwischen eindeutig kapiert, dass du eine unerwünschte Person bist in jeder Beziehung. Mit eben den kommunistischen Ambitionen, die dich mit den westdeutschen Verhältnissen hätten in angenehm ernsten Widerspruch bringen können, wurdest du als gefährlich stinkender Fisch wieder in das salzige Totenmeer der heimatlosen Linken geworfen, in eben das Medium, das uns lächerlich ungeeignet erscheint für politische Aktionen. Die Reaktionäre Deutschlands wissen schon, wohin sie ihre unverbesserlichen Verbesserer verbannen. In die unergiebige Position der Verbitterung und der verzweifelt bornierten Revolten im Salon. Mach's gut, mein Freund. Wir werden uns wohl eher auf dem Mond treffen als in Deutschland. Oder du musst ganz ekelhaft reaktionäre, revanchistische, militaristische, antikommunistische Töne anschlagen. Dann lassen unsere maßgeblichen Kahlköpfe dich wieder zu uns rein, so wie all die anderen auch. Merk dir endlich, die Ketzer werden geschmort, nicht die Helden. Auch an Wolf Biermann wird von den maßgeblichen Kahlköpfen nun ein Exempel statuiert. Auftrittsverbot. Anlass dazu bieten etwa die unbotmäßigen Zeilen aus seinen Wintermärchen, die er zu Wolfgang Neuss über die Grenze schmuggeln lässt und die sich prompt in dessen Satirezeitschrift Neuss Deutschland wiederfinden. Im deutschen Dezember floss die Spree von Ost nach West-Berlin. Da schwamm ich mit der Eisenbahn hoch über die Mauer hin. Da schwebte ich leicht über den Drahtverhau und über die Bluthunde hin. Das ging mir so seltsam ins Gemüt und bitter auch durch den Sinn. Das ging mir so bitter in das Herz da unten, die treuen Genossen. So mancher, der diesen gleichen Weg zu Fuß ging, wurde erschossen. Manch einer warf sein junges Fleisch in Drahtverhau und Minenfeld. Durchlöchert läuft der Eimer aus, wenn die MP von hinten bellt. Neuss bleibt uneinsichtig und versteht die Welt nicht mehr, in der die Mächtigen das Sagen haben, nicht die Narren bei Hofe. Realpolitik ist seine Sache nicht. Noch im April 66 beschwert er sich in gewohnt ruppiger Herzlichkeit bei Helene Weigel darüber, dass man ihm die Einreise nach Ost-Berlin verwehre. Er halte das für nicht akzeptabel, immerhin habe er sich vorgenommen, eine Woche lang sein neues Programm, Neuss Testament, auf der Bühne des Berliner Ensemble zu spielen. Liebe Chefin, ich bin enttäuscht von dir. Da spielt eine Käthe Reichel in Mannheim, Ecki Schall in München beim Fernsehen und ich habe noch nicht mal einen Schein, dich zu besuchen. Ich weiß, ich bin ein Feind der DDR. Weil ich euer Freund bin? Da will einem spontanen Freigeist nicht in den Kopf, dass man hüben wie drüben in der festgefahrenen deutsch-deutschen Frage auf die Vermittlerrolle eines bissigen Spötters lieber verzichten will. Schon im Herbst 1964 hat er in einem Brief an die Chefredaktion des Neuen Deutschland, dem SED-Organ, auseinandergelegt, wie man ihn für den nicht honorierten Nachdruck einer Neuss-Glosse entschädigen könne. Durch den freien Zugang nach Ost-Berlin. Dort wolle er so Neuss geistig Verwandte besuchen.
da ich mit den Devisenbestimmungen zwischen den beiden Halbstädten bzw. Ganzstaaten bzw. blockgebundenen Teilen nicht so vertraut bin, wie sich das Verein gehört, der demnächst ihren Sektor betreten will, mache ich Ihnen folgenden, wahrscheinlich den Bestimmungen entgegenlaufenden Plan. Können Sie mir anstelle eines Honorars einen Dauergrenzdurchgangsschein für die Zeit ab dem 30. Oktober 64 beschaffen? Ich habe nämlich keine leiblichen Verwandten, also keine gestatteten Antragsstellungsmenschen in diesem Land, in dem Ihre Zeitung erscheinungsberechtigt ist. Weder bin ich mit den Gesetzen der DDR in Konflikt geraten, noch gedenke ich dies zu tun. Die Verkehrsregeln würde ich lernen. Es hilft alles nichts. Es bleibt beim Einreiseverbot für Neuss. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Neuss macht noch zwei Soloprogramme, engagiert sich für die Studentenrevolte der 68er und begreift sich als Teil der außerparlamentarischen Opposition. Aus dem Programm Marx-Menschen 1968. Sie entschuldigen doch, dass ich ab und zu in das kleine rote Büchlein gucke, aber ich habe vor kurzem eine chinesische Revue gesehen. Ich habe da in Vietnam Urlaub gemacht. Ich kann ohne Mauer nicht leben. Habt ihr also eine chinesische Revue gesehen? Da hat der Kunstschütze so gezielt, geschossen, nichts getroffen. Dann hat er ins kleine rote Büchlein geguckt und ohne hinzugucken, alles getroffen. Also ist besser, ich gucke ab und zu rein, nicht? Er legt sich mit der Springerpresse an, sucht mehr und mehr seine Zuflucht in Tabletten und Drogen und tritt schließlich, ziemlich lautstark natürlich, ganz so wie es sich für ein professionelles Großmaul gehört, den Gang in die Stille an. Als er einsehen muss, dass sich die Welt vom Kleinkunstkeller aus nicht verändern lässt, zieht er sich von der Bühne zurück und lebt fortan als Haschguru und Stadtindianer, der Freunde und Kollegen mit kabarettistischen Gags versorgt. In seiner Charlottenburger Wohnung monologisiert er noch 1985 über die Mauer. Unsere Gedächtniskirche für Gehirnpygmäen, unsere Berliner Steinlinie, unsere ständige Stabhochsprungmöglichkeit, The Wall. Die Ulbricht-Barrikade, die Nikita-Khrushchev-Geißel, der Zaun der Gottlosen und Atheisten, die Mauer. Eine Bauhausproduktion aus dem Hause Stasi, die geistloseste Idee seit den Steinejungen von Bethlehem. Ein Plakat für Brutalität und Ohnmacht. Sie steht einfach immer noch. Die deutsche Einheit, eins seiner Lieblingsreizthemen, hat Wolfgang Neuss nicht mehr erlebt. Er stirbt am 5. Mai 1989. Seine letzte Ruhe findet er an der Seite seines Kabarettkollegen Wolfgang Müller. Noch wenige Stunden vor seinem Tod lässt Neuss sich filmen und gibt Interviews, in denen er laut darüber nachdenkt, ob man eigentlich so geschickt schweigen könne, dass man auch verstanden wird. Dass er seinen Abschied nahm, ohne den Fall der Mauer abzuwarten, halten seine Freunde und Kenner der Kabarettszene für eine unverzeihliche Laune des Schicksals. Sie sehen sich um eine Neuss-Pointe gebracht, wie sie nur ihm zu diesem Kapitel deutsch-deutscher Geschichte eingefallen wäre. Immer wenn ich drüben sage, meine ich hier. Wolfgang Neuss in Ost-Berlin. Ein Feature von Volker Kühn. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2009. Es sprachen Jürgen Becker, Richard Rogler und Ralf Spengler. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Dagmar Schondei. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Markus Heumann.